Mein deutscher Name ist Konstantin Gustav Gedig. Ich komme aus Deutschland und ich bin der YPG beigetreten. Er kämpfte gegen den IS, wollte dem Terror entgegentreten. Konstantin kommt aus Kiel, macht eine Ausbildung zum Landwirt, zockt gerne, alles ganz normal. Doch plötzlich will er an die Front, gegen die Islamisten kämpfen. Sie sind siegreich, doch am Ende wird er von ganz anderen getötet. Sie griffen mit Artillerie und schweren Waffen an. Die Türkei ist ja eine NATO-Armee, die haben ja Flugzeuge, die haben ja ausgebildete Soldaten und alles Mögliche. Was ist geschehen? Oktober 2020, irgendwo im Nordirak. Heute, Edim Rashid Andok, ein Freund, ein Bruder, ein Kamerad. Seine Geschichte zeigt uns, was für ein Held er war, was für ein Vorbild er ist. Angetrieben von seinem Gerechtigkeitssinn, reist er nach Rojava, um den Kurden, den Jesiden, den Araber und alle anderen verschiedenen Völker zu helfen und zu beschützen. Mehrmals im Kampf verwundet, mal leicht, mal schwer, war er trotzdem immer am vorderster Front dabei. Konstantin wurde 24 Jahre alt. Sein Tod beschäftigt mich schon seit über einem Jahr. Seit damals bin ich mit seinen Eltern in Kontakt. Und seit damals versuchen sie herauszufinden, was genau passiert ist. Wir sind jetzt in Kiel und wir wollen jetzt nochmal irgendwie die Eltern von Konstantin besuchen. Der kam ja hierher. Vor kurzem haben die Eltern eine Schachtel mit Konstantins letzten Sachen bekommen. Das kann nicht wahr sein. Ich bin natürlich. Naja, und dann sind die Sachen. Das ist unverzichtbar in dem Bereich, Ladekabel. Und das ist halt so ein Schutz für eine Brille. Das ist hier diese Kette. Oder das ist dieses von dem Kameraden, mit dem er nach Rojava gegangen, also nach Serikanya gegangen ist. Das ist ein persönliches Geschenk. Das ist ein persönliches Geschenk, ja. Ja, das ist Konstantins letzter Brief. Am 12. Oktober geschrieben. Ne? Und ja, nee, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Da lesen. Sollen wir ihn vorlesen? Ich weiß nicht. Dann mal gucken, wie weit wir kommen. Liebe Eltern, lieber Bruder, die Zeit des Briefeschreibens ist wieder gekommen. Vor ein paar Tagen begann die Türkei mit der lang erwarteten Invasion Rojavas. Ich bin der Meinung, dass dieser Angriff gestoppt werden muss und ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen. Mein Kamerad, der sehr erfahren ist und den ich von meinem letzten Mal in Syrien kenne, und ich stehen jetzt hier im Shingal bereit, jede Minute nach Rojava auszureisen. Wir planen zu bleiben, bis der Krieg zu Ende ist und die Türken aufgeben. Anscheinend meldet sich in Abstimmung mit der Türkei auch Daesh zurück. Also kann es auch sein, dass wir alte Feinde treffen. Im Falle meines Todes, geliebte Familie, erhaltet ihr einen Rucksack mit Mitbringseln und Andenken. 4 Tage nachdem Konstantin diesen Brief geschrieben hat, stirbt er bei einem Bombenangriff der Türkei. Konstantin hat gegen den IS gekämpft, aber gestorben ist er bei einem Bombenangriff der Türkei. Das hört sich jetzt erstmal ziemlich kompliziert an. Und um das zu verstehen, müssen wir zurück ins Jahr 2016. In Syrien tobt seit 5 Jahren ein Bürgerkrieg. Das Land wird von verschiedenen Fraktionen kontrolliert. Im Norden des Landes ist eine kurdische Selbstverwaltung entstanden. Die Kurden nennen sie Rojava.
Zur Verteidigung haben sie eine eigene Armee, die YPG. Politisch ist die kurdische Selbstverwaltung links. Sie sehen sich so: Basisdemokratie, gleiche Rechte für Frauen und ein friedliches Zusammenleben aller Kulturen. Doch die Selbstverwaltung kämpft um das Überleben. Die Terrororganisation Islamischer Staat greift an verschiedenen Fronten an. Es drohen Massaker an Minderheiten und Zivilisten. Tausende Kilometer entfernt, in Deutschland, hat Konstantin gerade seine Ausbildung zum Landwirt abgeschlossen. Und eigentlich hat er einen Plan. Wir wussten, dass Konstantin es liebte, Englisch zu sprechen. Englisch zu sprechen, Englisch zu schreiben und so. Und deshalb hatten wir mit ihm zusammen es organisiert, dass er nach Kanada geht für ein Jahr auf einen landwirtschaftlichen Betrieb da, um da mehr Kenntnisse zu erwerben. Doch es kommt ganz anders. Das war am 1.9.2016. Ich war im Garten und bekam einen Anruf von Konstantin. Und er sagte: Mama, bist du daheim? Und ich sagte: Nein, es ist schönes Wetter. Du weißt doch, dann bin ich im Garten. Er sagte: Kannst du schnell nach Hause kommen? Es ist wichtig. Dann hat er auch Benjamin. Hat er Benjamin, der wohnte damals auch noch bei uns hier, auch kontaktiert. Ja. Und dann waren wir irgendwann so um 5:30 war das, glaube ich, ungefähr. Es war 17:03 Uhr. Und da schickte er uns ein Foto aus einem Flugzeug. Man sah eine vertrocknete Landschaft. Und er schrieb dazu: Ich bin auf dem Weg nach Sulaimania, ich schließe mich der YPG an. Und da dachte ich in dem Moment, das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wirklich so. Ja, es krampfte sich bei mir auch erstmal alles zusammen. Aber ich habe erstmal gesagt, jetzt bleib mal auf dem Boden, jetzt hör mal auf, Witze zu machen. Wir haben ihm ein Foto geschickt, wo wir alle drei zusammen drauf waren und haben gesagt: Komm zurück, was auch immer du da machst, komm zurück. Setz dich in den nächsten Flieger. Doch Konstantin hat sich entschieden. Von Sulaimania im Irak reist er nach Nordsyrien. Dort entsteht dieses Video. Mein kurdischer Name ist Anduk Hrotgar. Mein deutscher Name ist Konstantin Gustav Gedik. Ich komme aus Deutschland und ich bin der YPG, YPG, am 3. August beigetreten. Das war's. Warum macht man sowas? Also warum geht man aus dem sicheren Deutschland nach Nordsyrien und kämpft für die Kurden? Das muss so jemand gewesen sein, der auch mal ganz gern gezockt hat. So Arma 3 war wohl sein Spiel. Da muss er sich so die ein oder andere Nacht auch um die Ohren geschlagen haben. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die ihn getroffen haben oder auch die ihn besser kannten. Und es gibt so zwei Sachen, die ich immer wieder gehört habe, die sich so rauskristallisieren. Das erste ist, dass er so ein bisschen auf der Suche war. Also er wollte irgendwas machen, was für ihn Sinn macht in seinem Leben und was auch für andere Leute Sinn macht. Und das Zweite war, dass er wohl über Nachrichten, aber auch über das Internet verfolgt hat, was der Islamische Staat anrichtet. Zum Beispiel den Angriff des IS auf die Minderheit der Jesiden. Es droht ein Massenmord. Wie viele sieht Konstantin diese Bilder? Er entscheidet sich zu handeln. Konstantin war schon immer jemand, der ein großes Gerechtigkeitsbedürfnis hatte. Und ich kann mir vorstellen, dass die Situation der Menschen vor Ort ihn da sehr berührt hat. Dass hier immer nur geredet wird und nichts gemacht wird. Im letzten Jahr habe ich versucht, mehr über Konstantin herauszufinden. Das ist gar nicht so einfach. Denn in Deutschland gelten Teile der kurdischen Bewegung als terroristisch. Viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wollen deshalb nicht erkannt werden. Und auch ihren Namen habe ich aus Sicherheitsgründen verändert. Ihn nenne ich Michael. Er ist Konstantin in seinen ersten Wochen bei den Kurden begegnet, als der militärisch ausgebildet wurde. Michael ist viel politischer als Konstantin. Den IS bekämpfen wollen beide. Warum mache ich das? Weil ich natürlich die Notwendigkeit erkenne, mit der Waffe Leben zu schützen. Während der IS kämpft, um schnell zu sterben und ins Paradies zu kommen,
um dort was auch immer zu bekommen. Das ist halt der Unterschied, den ich ganz deutlich sehe. Wenn dann Leute von hier sagen, naja, aber du schießt ja auf Leute. Ja, natürlich, das ist die Notwendigkeit. Weil ich kämpfe, um Leben zu retten. Das ist einfach die Realität vor Ort. Auch wenn Krieg das Hässlichste und Schmutzigste ist, das ich in meinem Leben je erlebt habe. Als Konstantin im September 2016 in Nordsyrien ankommt, bekommt er als erstes eine militärische Ausbildung. Und er lernt die politischen Ideen der kurdischen Bewegung kennen. Sein neuer Name ist Andok Jodkar. Jodkar, das ist kurdisch und heißt Bauer. In dieser Zeit trifft er auch Michael. Da gab es halt viele ehemalige Soldaten aus den USA. Dann gab es so ein paar Abenteurer, sag ich mal. Und dann gab es so ganz unbedachte Jungs, die halt aus einer Emotion heraus hingefahren sind. Und Andok war für mich damals dieser Typ. Das heißt, er ist gar nicht mit einem geschlossenen politischen Weltbild gekommen, sondern war so, okay, ich möchte was machen, ich muss was machen. Aus dieser Zeit in der Akademie stammt dieses Foto. Michael erinnert sich vor allem daran, wie hilfsbereit Konstantin war. Hinter der Akademie gab es so ein großes Ölloch. So ein Loch voller Ölschlamm, so Modder. Und irgendwann war da eine Kuh drin gefangen. Und Andok hat mehrere Stunden damit zugebracht, diese Kuh dort wieder rauszubringen. Er hat gezogen und geschoben und ist rein in dieses Ölloch und hat es da wirklich geschafft, mit Hilfe der Freunde, diese Kuh da rauszubringen. Nach der Ausbildung kommt Konstantin in seine erste Kampfeinheit. Mit dabei Kämpfer aus vielen Ländern. Neben ihm stehen Josh aus Großbritannien, Michael aus den USA und Anton aus Deutschland. Mit Josh habe ich mich zu einem Video-Interview verabredet. Er ist mittlerweile zurück in Großbritannien. Wait a sec, Aufnahme läuft. So we will start now, because my colleague is ready. Josh erinnert sich, wie Konstantin im Kampf knapp dem Tod entgeht. His squad was assigned to guard this compound overlooking the town, and the rest of us went in. And now during the course of the day, there was fighting in the town and all that kind of stuff. And his point came under attack from an ISIS machine gunner who was shooting at them, and they had an exchange of fire. So I think he did have some close misses there. But it was later in the night then that the Turkish Air Force came in, they bombed all our various different positions that were within the town. But because Andok's squad was outside of the town, they actually weren't hit by any of the airstrikes at all. So most of my squad was wiped out, quite a few of the others. Bei diesem Luftangriff der Türkei sterben Michael und Anton. Konstantin ist mit beiden befreundet. Ihr Tod muss ihn hart getroffen haben. Später hat Konstantin selbst noch einmal Glück. Eine Kugel trifft ihn am Kopf. Nur sein Helm rettet ihm das Leben. Irgendwann in dieser Zeit wird Konstantin Sanitäter seiner Einheit. Eine medizinische Ausbildung hat er nicht. Was er wissen muss, lernt er im Krieg. In den kommenden Monaten drängen die Kurden den Islamischen Staat immer weiter zurück. Konstantins Einheit steht jetzt vor Raqqa, der selbsternannten Hauptstadt des IS. Es ist so etwas wie ein Endkampf gegen die brutale Herrschaft der Terroristen. We have our own training program that focuses on the urban aspect of warfare, especially specific type of operations we are conducting, like anti-mine training. Ein Filmteam hat die Einheit von Konstantin damals begleitet.
Nüchtern dokumentiert der Film den blutigen Kampf um Raqqa. Basically, when I go back to Europe, wenn ich nach Europa zurückkehre, freue ich mich darauf, meine Familie wiederzusehen, meine Freunde wiederzusehen und auch meine ehemaligen Chefs. Und ich freue mich darauf, wieder als Landwirt zu arbeiten. Zumindest für eine Weile, denn das macht auch Spaß. Im August 2017 trifft Konstantin in Raqqa eine Kugel. Er wird verwundet und kehrt zurück nach Kiel. Konstantin sagte irgendwann: Mama, ich bin eigentlich nur hier, um die Wunde operieren und auskurieren zu können. Sonst wäre ich nicht gekommen. Wir haben gehofft, dass er hier bleibt. Und auch mit ihm natürlich darüber geredet und alles. Und das war aber relativ deutlich. Das war nicht immer Thema, weil das ist ja belastend. Und man möchte ein Kind, das man gerade, da möchte man keine konfliktbelastenden Gespräche haben, sondern sich freuen und glücklich miteinander hier versuchen, mit ihm eine schöne Zeit und wichtige Zeit, die wenige Zeit, die man denn, wie wir jetzt was noch hatten, gut zu verbringen. Das haben wir gemacht. Wir sind jetzt noch mal in Kiel, weil in der Zeit, als Konstantin verletzt war, als er zurückgekommen ist aus Nordsyrien hier nach Kiel, da hat er auch relativ viel Zeit im kurdischen Verein hier verbracht, hatte da auch noch mal so einen Sprachkurs. Und da treffe ich jetzt noch mal ein paar Leute, die in der Zeit was mit ihm zu tun hatten. Solche kurdischen Vereine gibt es in vielen deutschen Städten. Viele von ihnen sind politisch links, manche werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Ich treffe Nicole, Rezal und den Kurdischlehrer Mamoste. Alle drei haben Konstantin hier kennengelernt. Genau, das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist die Todesanzeige, ne? Genau, die in den Kieler Nachrichten veröffentlicht wurde. Okay. Was habt ihr noch? Ihr habt einmal dann... Genau, das Transparent, das hatten wir auch für die Trauerfeier gemalt. Das war so von den deutschen Genossinnen gemalt worden. Und das nehmen wir immer mit, natürlich auf die Demos, ne? Weil wir hatten ja versprochen, dass wir seinen Kampf fortführen und er nicht vergessen, in Vergessenheit gerät. Insofern wandert das immer mit, das Transparent, ne? Auch ein großes Bild erinnert hier an Konstantin. Und die restlichen Bilder hier? Das sind alles Gefallene, die aber nicht unbedingt einen Bezug zu Kiel haben, ne, sondern halt im Prinzip ja, stellvertretend für die kurdische Bewegung. Genauso wird derer hier eigentlich dann auch immer gedacht mit Bildern. Während Konstantin seine Verletzung auskuriert, besucht er hier einen Kurdischkurs und verbringt auch sonst Zeit im Verein. Erst nach und nach gibt er ein bisschen über sich preis. Ich habe ihn dann halt gefragt, was ihn am meisten beeindruckt hat in der Zeit, als er dort war. Und dann kam sofort die Antwort, ja, dass die Kurden und Kurdinnen auf dem Fußboden sitzen, wenn sie essen. Dass sie ein Tuch ausbreiten und am Boden sitzen und essen. Und ich weiß noch, da habe ich mir, glaube ich, wirklich so an den Kopf geschlagen und gesagt, das ist nicht dein Ernst. Du kommst aus dem Krieg, du hast dem IS gegenüber gestanden und das ist das, was dich am meisten beeindruckt hat? Krass. Und dann hat er aber auch nur so, ja, so gelächelt und so nach dem Motto, da war ja sonst nichts los. Also so norddeutsch irgendwie, ne? Alle hier wollen, dass Konstantin bleibt. Aber halten können sie ihn nicht. Er ist immer mit uns, also unsere
Gefallenen sind für uns in unserem Herzen. Und er gehört zu diesen, wir sagen Shahiden Namerin, also die Gefallenen sind unsterblich für uns, die sind für uns, die leben für uns weiter. So, und ich bin gerade ein bisschen berührt und aufgeregt und traurig auch. Und ja. In dieser Zeit in Kiel entsteht dieses Video auf dem Weg zu einer kurdischen Demo. Wenn ich sterbe, oh ihr Genossen, bringt mich dann zur letzten Ruhe. Wenn ich sterbe, oh ihr Genossen, bringt mich dann zur letzten Ruhe. In den Schatten der kleinen Blume. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, 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 Ciao. Einer zarten, ganz kleinen Blume in die Berge bringt mich dann. Einer zarten, ganz kleinen Blume. Im März 2019 ist Konstantin weg. Diesmal geht er nicht nach Nordsyrien, sondern in die Region Shingal. Die liegt im Irak. Auch hier gibt es kurdische Einheiten. Konstantin trifft auf Martin, der auch zum Zeitpunkt unseres Interviews noch vor Ort ist. Übrigens, das da hinten auf der Fahne ist Abdullah Öcalan. Der hat die linke Arbeiterpartei PKK gegründet und gilt in der Türkei und im Westen als Terrorist. Siehst du mich? Ja, so ist doch ganz gut. Sieht doch gut aus. Zu dieser Zeit ist der Kampf gegen den IS in der Region Shingal beendet. Konstantin nimmt nicht mehr an Kampfeinsätzen teil. Ein paar Monate verbringt er mit Martin im Shingal. Hat er sonst so überhaupt erzählt, wie seine Vorstellungen von der Zukunft sind? Wir haben uns dann mit der Zeit miteinander verstanden. Und dann hat er mir halt erzählt, dass er eigentlich Landwirt ist und dass er eigentlich wieder als Landwirt arbeiten wollte nach Rojava oder nach Shingal. Doch im Oktober 2019 greift die Türkei an, weil sie eine Stärkung der illegalen PKK befürchtet. Viele Beobachter, zum Beispiel der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, sehen darin einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Konstantin will Rojava verteidigen. Ich habe ihm noch gesagt, dass er sich das nun mal überlegen soll, weil der Kampf gegen die Türkei ein anderer Kampf ist, militärisch gesehen, weil die Türkei ist ja eine NATO-Armee, die haben ja Flugzeuge, die haben ja Artillerie, die haben halt ausgebildete Soldaten und alles Mögliche. Ich habe ihn nicht versucht, davon abzuhalten, das war nicht mein Ziel, weil ich wusste ganz genau, dass er, wenn er was gedacht habe, dass er halt das alles Mögliche tun wird, um das durchzusetzen. Ich habe ihn halt nur hingewiesen, dass es halt anders sein kann. Der Angriff der Türkei in Nordsyrien ist für viele damals ein Skandal. Denn die Türkei greift die Kurden an. Die Truppen, die am Boden in Syrien den IS bekämpft haben, während der Westen nur aus der Luft bombardierte. Die Welt reagiert schockiert. Trotz Kritik, auch aus den eigenen Reihen, zieht Präsident Trump seine Soldaten aus dem Gebiet ab. Sie beklagen Verrat an den Kurden, die an vorderster Front im Kampf gegen die IS-Terrormiliz standen. Ein Abzug als Dolchstoß. So sehen es viele in Ras El Ain und anderen Städten Nordsyriens. Konstantin zieht los. In die Stadt Ras El Ain an der türkischen Grenze, die die Kurden Serekanye nennen und die von der Türkei angegriffen wird. Doch dieser Krieg ist ganz anders als der Krieg gegen den Islamischen Staat. Die Türkei ist ein NATO-Mitglied und verfügt über eine hochgerüstete Armee mit modernsten Waffen, auch aus Deutschland. Und sie schickt islamistische Fußtruppen in den Kampf. Ich fahre jetzt gleich nach Berlin, gemeinsam mit einem Informanten, der mir Leute vorstellen möchte, die auch in Serekanie gekämpft haben, also die da gekämpft haben, wo Konstantin gestorben ist. Ich treffe Sonja. Sie kommt aus einem europäischen Land und war 2 Jahre in Nordsyrien. Im Oktober 2019 kämpft sie in Serekanye gegen den Angriff der Türkei. Am Anfang bestand der Angriff vor allem aus Luftangriffen und Operationseinheiten, die eindrangen. Sie griffen mit Artillerie und schweren Waffen an. Aber sobald sie dazu in der Lage waren, begannen sie zu infiltrieren. Nach dem 5. oder 6. Tag des Krieges innerhalb der Stadt hat die türkische Armee eine Straße geschlossen. Viele unserer Einheiten kamen so nicht in die Stadt.
Diejenigen, die drin waren, saßen fest, bis der Rückzug beschlossen wurde. Es waren nicht mehr als 200 oder 300 unserer Kämpfer in der Stadt. Diese Aufnahmen der kurdischen Nachrichtenagentur ANF zeigen kurdische Kämpfer am 16. Oktober 2019 in Sedekanye. Zwei Wochen dauert der Krieg schon an. Es ist ein Kampf um jedes Haus. Am selben Tag entstehen auch diese Aufnahmen von Konstantin. Es sind die letzten Bilder von ihm. Kurze Zeit später stirbt Konstantin bei einem türkischen Bombenangriff. Seitdem recherchieren seine Eltern. Sie wollen wissen, wie er gestorben ist. Es ist sehr bedrückend für mich, nicht zu wissen, wie Konstantin gestorben ist. Ist er direkt von der Bombe getroffen worden? Wurde er zerfetzt? Sind ihm nur einige Gliedmaßen abgerissen worden? Sind die Blutgefäße in seinem Kopf geplatzt? Oder wurde er in der Höhle verschüttet und ist erstickt? Das macht mich ziemlich fertig. Das ist ein Bild, das verlässt mich nicht. Beerdigen können seine Eltern Konstantin nicht. Doch zwei Monate nach seinem Tod nehmen hunderte Menschen an einer Trauerfeier in Kiel teil. I can tell you many people around the world that your son touched and your son made proud all of these people, all of us, all of the people in this room, all the people actually in Europe. Und auch seine Gamer-Freunde nehmen Abschied von ihm. Sie treffen sich online in Arma, dem Spiel, das Konstantin liebte. I want you to remember him as the guy that, you know, was unbelievably helpful. And ultimately, he carried that with him to the grave, because he did it as well in Syria, in a fight that wasn't his, for a people that wasn't his. And, you know, the world needed more people like him. One, two, three. Konstantin, der Junge aus Kiel, ist freiwillig in den Krieg gezogen. Doch getötet wurde er nicht vom Islamischen Staat. Konstantin starb bei einem Angriff der Türkei, einem Mitglied der NATO und engem Verbündeten Deutschlands. Wenn Konstantin vom IS getötet worden wäre, wäre das für uns als Eltern gleich schlimm unterm Strich. Was aber unerträglich ist, ist, dass er durch ein Staatsverbrechen getötet wurde von einem Staat, der enger Partner der Bundesrepublik Deutschland ist. Und das geht nicht. Und der ständig Waffen liefert. Eventuell ist unser Sohn durch deutsche Waffen oder durch deutsche Munition zu Tode gekommen. In einem, wie gesagt, völkerrechtswidrigen Krieg. Von daher ist das schon ein großer Unterschied. Juni 2021. Vor dem Bundestag warte ich auf die Eltern von Konstantin. Sie wurden zu einer Anhörung eingeladen, bei der es um die Menschenrechtslage in der Türkei geht. Übrigens, mittlerweile duzen wir uns. Was erwartet ihr heute? Wir hoffen, dass im Zuge dieser Anhörung auch letztlich das Verbrechen, das an Konstantin begangen wurde, und der Völkerrechtsbruch der Türkei mit der Invasion von Syrien in irgendeiner Weise erörtert wird. Für uns persönlich wäre es wichtig, dass die Bundesregierung den NATO-Partner Türkei auffordert, an der Suche unseres Konstantins sich zu beteiligen. Wir möchten unser Kind begraben. 20 Monate Trauer, aber wir können keinen Abschied nehmen. Das ist für unsere Familie ein großes, großes Trauma. Stundenlang wird im Bundestag über die Menschenrechte in der Türkei debattiert. Der Angriff der Türkei auf die Kurden in Syrien und der Tod von Konstantin werden nicht erwähnt. Konstantins Eltern sind enttäuscht. Sie hätten sich mehr erhofft. Zwei Monate später besuche ich sie noch einmal in Kiel.
Fast 2 Jahre sind seit dem Tod von Konstantin vergangen. Unablässig haben sie versucht, mehr über seinen Tod herauszufinden. Was hat sich quasi ergeben, was ihr herausgefunden habt? Was wir gehört haben, ist, dass sie also von Shehid Roy Hospital, in Zirkan ist das größte Krankenhaus da, halt Richtung Altstadt gegangen sind. Und in dem Umfeld im weitesten wurde dann bombardiert. Und wir wissen, dass Konstantin bei diesem ersten Bombardement verletzt worden ist und dass er von diesem Platz aus nicht evakuiert werden konnte. Wir wissen auch nicht, ob er bei Bewusstsein war oder sonst was. Aber beim zweiten oder dritten Bombardement ist er dann getötet worden. Was sind für euch die offenen Punkte oder offenen Fragen? Wir möchten Hilfestellung, damit wir unseren Jungen begraben können. Wir müssen ihn finden. Wir müssen uns verabschieden können. Das wird uns vorenthalten durch Ignoranz und Nichtstun. Was wir des Weiteren uns wünschen, ist, dass die Bundesrepublik Deutschland den Kurden und Kurdinnen eine Chance gibt. Hier im Lande, aber auch vor Ort. In Rojava zum Beispiel. Dafür werden Konstantins Eltern weiterkämpfen. Was ihnen bleibt, sind die Erinnerungen. Und Konstantins letzter Brief. Ansonsten habe ich euch lieb. Ich wäre viel lieber mit euch als tot. Aber müsste ich diese Entscheidung noch einmal treffen, würde ich wieder kämpfen gehen. Wenn ich schon nicht leben kann, ist meine Hoffnung, dass ich einen guten Tod gestorben bin. Ich möchte, dass ihr wisst, ich bin fröhlich in den Kampf gezogen. Trauert meiner nicht. Wir werden alle in den Himmel, in das endlose Nichts-Elysium gehen. Ich konnte mir wenigstens den Weg aussuchen. Und zu so einigen gehen die Krieger nach Valhalla. Welch ein Bild. Ja. Ja, das ist wieder episch. Das, ja, meine Ihnen. Lieben, wir sehen uns auf der anderen Seite. Konstantin Andok. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als hier in Europa die Angst vor dem Terror des IS total groß war. Und dass das heute nicht mehr so ist, dass der IS besiegt worden ist, das hat was damit zu tun, dass die Kurden ihn in Nordsyrien besiegt haben. Und Konstantin hat sich dafür entschieden, daran teilzunehmen. Und er hat das in die Waagschale geworfen, was eigentlich das Kostbarste von jedem Menschen ist, sein eigenes Leben. Und ich persönlich muss sagen, ich habe vor ihm, aber auch den anderen, die diese Entscheidung getroffen haben, großen Respekt. Wie seht ihr das?